Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Universe Epli Monsters Folge 42, Rays Entschlossenheit, Diajime Suchoperation. Abgesehen von zwei Sachen fand ich, war das mal wirklich wieder eine sehr gute Folge. Und das ist halt irgendwie bei Eplimon sehr eigenartig. Wenn es so eine halbe Filler-Story-Folge ist, dann ist die Folge meistens wirklich ziemlich gut. Aber wenn es dann eine Story-Folge ist, dann ist da immer so viel, wo man dann denkt, Potenzialverschwendung, das hätte man aufteilen können. Ja, und dann gibt es natürlich diese reinen Filler-Folgen, die zwar durchaus mal unterhaltsam sein können, aber manchmal auch wirklich so sind, dass man sich denkt, war das jetzt wirklich nötig? Naja, egal. Jedenfalls, diese Folge war eigentlich ziemlich gut, weil, ja, Eri hat halt natürlich erstmal mit sich gerungen. Weil sie hat so überlegt, ob sie denn jetzt noch weiter bei Ebliyama mitmachen soll oder eben nicht. Weil, nun, es wurde halt gesagt, dass dieser Knight natürlich nicht mehr daran teilnimmt. Das ist erstmal die erste Sache, die mir nicht so ganz gefallen hat, weil, sind wir mal ehrlich, der Charakter tauchte erst auf, der hatte so ein paar Folgen, er wurde so hervorgehoben, ja, und in der davorigen Folge war es ja dann so, dass es hieß, ja, Leviathan braucht dich nicht, wir werden dich auch töten, und dann hat er schon gesagt, tschüss, und jetzt ist er wieder komplett weg. Und das ist einfach, ja, Potenzialverschwendung. Einen Charakter erst, keine Ahnung, so vor 5 Folgen einführen und, ja, dann schon wieder weg. So, ja, und dann hieß es, dass jetzt eine KI eben das Ganze übernimmt und das ist natürlich Leviathan. Und ja, die Leute waren dann auch so ein bisschen schockiert, dass sie schon so weit sind, dass eine KI den Posten von einem Menschen übernimmt und so. Ja, und deswegen war Eri dann so, ja, ich glaube, dass ich da gar nicht mehr so wirklich sein möchte wegen Leviathan. Und natürlich findet sie das schade, weil sie hat da ja auch wirklich ziemlich viel Zeit reingesteckt, Energie reingesteckt, hat dort auch Freunde kennengelernt und eigentlich macht ihr das ja auch Spaß, als Idol zu arbeiten, aber nicht unter Leviathan. Deswegen fand ich das schon mal ganz gut, dass wir auch Eri hier so ein bisschen hatten, so, und dass sie so ein bisschen überlegt hatte. Und ja, Dokamon hat dann natürlich mit Eri mitgefühlt und das war schon irgendwo auch ganz emotional und war auch so ein Charaktermoment. Ray hatte dann aber gesagt, bevor Eri sich dazu entscheidet, da aufzuhören, könne ihr noch einen Gefallen tun. Denn sie hat ja da eben ein bisschen Zugriff und deswegen hat er sich als Manager ausgegeben und konnte dann durch sie auch da rein. Denn immerhin befand sich irgendwo in dem Gebäude Hajime als Eppmon. So, Heckmon hat natürlich versucht herauszufinden, wo genau, während Ray sich ja dann erst einmal eben als Manager ausgegeben hatte, was schon hier und da eigentlich ganz amüsant war. Denn, ja, die eine, die hat gesagt, er soll guten Morgen sagen und er hat ja versucht, möglichst unauffällig zu sein und er wollte auch nicht reden. Und ja, er meinte, es ist doch aber fast Mittag. Ja, dann hat er sich halt dazu durchgerungen. Ja, und dann war da die Managerin von Eri und die war, was so Computersachen angeht, nicht ganz so fit. Und das hat ihn natürlich so ein bisschen hibbelig gemacht und er hat das dann übernommen, weil er ist ja ein Hacker, er kann es ja halt. Ja, also es war schon gar nicht schlecht. Aber als dann Heckmon diese ganzen Sleepmon halt entdeckt hatte und meinte, dass unter ihnen Hajime ist, ja, da haben dann Haru, Astra und Yujin gesagt, dass Ray jetzt eben Probleme hat und in Schwierigkeiten ist und dann wollten sie halt dahin. Und das ist der zweite Punkt, der mich an der Folge so ein bisschen gestört hat. Denn obwohl Ray sich da ja eben eingeschleust hatte und sich als Manager ausgegeben hat, um nicht aufzufallen, um da reinzukommen, können die drei einfach so da reinlaufen und das fällt niemanden auf und das ist überhaupt kein Problem. Das hat irgendwie die ganze Aktion mit Ray irgendwie, ja, sinnlos darstellen lassen. So, und dann waren da eben diese Sleepmon und obwohl ich die als Appmon ja wirklich süß finde, aber mal im Ernst, die sehen aus wie Ragemon Sleepmon, die haben sogar dieselbe Eieruhr auf dem Kopf. So, Ray hat natürlich zuerst nicht angegriffen, weil er wollte ja nicht Hajime verletzen bzw. töten. Ja, und dann hat Heckmon herausgefunden, welches von den ganzen eben Hajime ist. Die konnten natürlich übrigens auch so im Schlaf angreifen, also von daher waren die schon gefährlich. Ja, und dann hat er sich natürlich gefreut, dass er Hajime hatte, aber natürlich fragt man sich, genauso wie Ray, wie können sie seinen Bruder denn jetzt wieder zurückverwandeln? Deswegen fand ich die Folge eigentlich gut, weil wir hier Charaktermomente hatten, weil wir Humor hatten, weil sie eben uns auch weitergebracht hat, weil ja endlich Hajime gefunden wurde. Ja, aber dann, wie gesagt, so am Anfang diese Rückblicke und wie gesagt mit diesen Neidtypen, das war schon Potenzialverschwendung und halt eben das mit diesen, ja, mit den anderen drei Jungs, die einfach da reinrennen können. Im Großen und Ganzen war es aber eine ziemlich gute Folge und jetzt seid ihr natürlich dran. Was sagt ihr zu der Folge an sich? Was sagt ihr zu Sleepmon? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.